Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Bis zu 10.000 Todesopfer könnte das Erdbeben in Nepal gefordert haben. Und in dem bitterarmen Land herrschen jetzt Chaos, Verzweiflung und Wut. Trotz vieler Warnungen war die Regierung nicht auf das Beben vorbereitet und ist mit den Rettungsmaßnahmen heillos überfordert. Wir schalten live zu Raimund Löw in Kathmandu und Seismologe Anton Vogelmann ist Gast im Studio. Schwarzseher im Hypo-Untersuchungsausschuss bekommen die Abgeordneten weiter geschwärzte Akten. Jetzt soll das Verfassungsgericht eingreifen. Auch verboten. E-Zigaretten dürfen in Lokalen bald nicht mehr verkauft und ab 2018 auch nicht mehr geraucht werden.